Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Balatro. Wir spielen heute das Nebula-Deck. Himmelskarten erhalten immer die Planetenkarten für deine meistgespielte Pokerhand. Okay, aber minus ein Slot für Verbrauchsgegenstände. Egal. Die Frage ist, was wollen wir denn spielen? Ja, hier wird sich halt schon mal eine Flasche anbieten. Der nächste Flash. Witzig. Aber ich würde sagen, im Blind ausgehend erhältst du 0,5 Mult. Wisst ihr was? Wir nehmen den einfach mit. Und boah, ein ungewöhnlicher Joker, aber nein. Ich würde ganz gern carry-mäßig auf zwei Paar bzw. Paar gehen. Gut, hier ist jetzt auch. Hier im Prinzip nur eine 4. Eine straight. Ist 8. Aber wir müssen eigentlich Planetenkarten spielen. Boah. Wir werfen die ab. 2, 3, 4, 5, 6. Ich spiele trotzdem hier die Straight. Und hier die zwei Paar. Also zwei Paar soll eigentlich meine Hand, meistgespielte Hand werden. Die Frage ist, wenn ich jetzt wenn ich eine Planetenkarte bekomme, was bietet es mir jetzt an? Flush, straight, straight flush. Das ist okay. Der ist halt geil, aber der wird von denen zerstört. Gehen in die nächste Runde. Oh, seltener Joker. Muss ich mitnehmen. Zwei Paar, da sind sie wieder. Ist jetzt auch die meistgespielte Hand. Das reicht aber nicht für. Für den Win. Gehen rein mit einem Flush. Der reicht. Und wir haben immer noch Flush oder zwei Paare. Wir wollen so viele Planetenkarten kaufen, wie es nur geht. Dieser Joker hält nur für jede verkaufte Karte. Das ist schlecht. Alles schlecht. So, wir wollen auf jeden Fall zwei Paare erhöhen. Aber wir gehen in die nächste Runde. Hier könnten wir tatsächlich schon scheitern. Hier haben wir ein paar. Das werfen wir ab. Immer noch nur ein paar, aber auch viermal Herz. Das gibt mal drei. Flash bringt mal sechs. Das ist halt so strong. Wenn die mal sechs wird, hier noch mal drei multipliziert, also mal 18. Warte mal, das war nur mal 9. Okay, hier ist mal 3. Ah, okay, der reduziert das. Okay, I see.
Pik, haben wir noch genug Pik? Wir haben noch genug Pik für den nächsten Flush. Wir brauchen auf jeden Fall die Flushs, Leute. Wir haben keine Abwürfe mehr. Wir haben eine Straight. Bube 10987. Und das war's, ne? 4, 5, 6, 7, 3 ist nochmal eine Straight, aber das wird nicht reichen. Wir versuchen das Ganze nochmal. Und wie ich schon sagte, wir fokussieren uns jetzt einfach nur auf zwei Paar. Wow, den muss ich mitnehmen. Wir Trilling. So doof es auch ist, aber ich schärfe das ab. Ich möchte so früh wie möglich die zwei Paare stacken. Gut, die bringen uns tatsächlich jetzt nichts. Die erste Runde müssen wir wohl um den Flush gehen. Und jetzt könnten wir noch mal zwei Paare spielen. Perfekt. Dann nehmen wir den Polychrom-Joker auf jeden Fall mit. Straights mit Lücken. Wir haben kein Geld dafür, nicht dein Ernst. Können die zwei Paare schon mal stacken. Ach, ist das bitter. Ich könnte gerade schon wieder am Strahl kotzen. So, wieder ein Ausdruck. Aber kein Geld für den Joker ist bitter. Und wir brauchen definitiv jetzt nochmal zwei Paare, bitte. Das ist gut. Jetzt muss einfach unsere meistgespielte Hand bleiben. Und jetzt brauchen wir einen Joker. Der ist gut. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Wir haben hier auch keine Planetenkarten. Können den mitnehmen und wir gehen nächste Runde. $6 ist zu wenig. Ja, was kriegen wir? Pik-Karten, Mult und Tarot-Karten haben wir beides nicht. Hier wäre zwei Paare. Immerhin. Hier ist nochmal ein Paar. Wir behalten mal die Piks. Für den Mult. Okay. Wohl House Street Flush. Die verkaufen wir. Den kaufen wir. Und da muss jetzt eigentlich zwei Paar dabei sein. Ja, zwei Paare. Dann gehen wir weiter. Oil Joker ist risky. Hier haben wir 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine Straight bringen. 30 mal 4, nee, 2 Paare ist. Sie werfen das alles ab. Wir werfen das alles ab, habe ich gesagt. Und wir spielen. Oh Gott. Dann spielen wir halt ein Paar erstmal. Spielen noch mal ein paar. Und müssen hoffen, dass das passt hier. Passt. Aber sehr knapp. Okay, wir müssen zwei Joker loswerden. Der ist gut, der bringt mir 50 Chips. Paar, den. Ich will auf zwei Paar gehen. Der ist eigentlich auch nicht gut. Den kaufe ich mir. Tarotkarten bringt mir nichts. Peak ist okay.
bei. Mit Chance auf Tarotkarten. Aber ja, geh mal rein. Gehen wir noch eine. Peaks ist natürlich gut. Mal die in Peaks verwandeln. Was haben wir hier? Lässt die letzte Tarot. Oh, nochmal ein Peak hätten wir. Wisst ihr was? Wir machen das tatsächlich. In der nächsten Runde. Verkaufen wir einen. Bildkarten-Joker verkaufen, in der Hoffnung, irgendwas Besseres zu bekommen. Plus ein Mult-Prof, wenn eine Tarotkarte momentan 2. Plus ein Mult-Prof gespielte Hand, weg damit. Die 3 verwandeln wir in Peak. Bei eigentlich ist das Quatsch. Ja, doch für den Mult. Für den Mult hier. Ein Joker-Slot verdiene 5 Dollar, wenn 3 oder mehr Bildkarten zur selben Zeit abgeworfen werden. Eigentlich weg. Der macht aber ja nur gewöhnliche, ne? Planetenkarten, Gönnung für die Paare. 2 Paare, let's go. Holen wir uns den noch dazu. Nee. Den können wir uns kaufen. Ist gut. Boah. Wir gehen rein. Bildkarten sind gut oder Flash wollen wir nicht. Wir gehen auf 3, dann auf 2 Paare. Die linke Karte wird in die rechte verwandelt. Das heißt, die linke wird in die rechte verwandelt. Dann bekommen wir noch einen Joker, oder? Ja. Und dann werfen wir das hier alles weg. Das ist Quatsch. Wir haben 2 Paare. Wir spielen Level 4 2 Paare. Punkten ganz gut. Werfen das hier alles weg und sollten damit den Sieg haben. Ich denke, oh, das ist gut, das bringt ja uns 11 Gold. Planetenkarten ist auch gut. Gehen wir weiter rein auf 2 Paare. 5 mittlerweile. Doppeltes Gold, jawohl. So, aktualisieren kosten 2 weniger. Wie oft aktualisieren wir noch? Der kommt weg. Flash kommt auch weg. Peak behalten wir und die 50 Vollchips einfach. Wir holen uns den Aktualisierungsjoker. Und komm, einmal rerollen wir. Straight Flush. Achso. Ne, wir gehen in die nächste Runde. Die Karten mit dem Gesicht da unten wir bekommen. Sehr gut. Bei 2 Paare hier ein Mult. Und nochmal 2 Paare. Aber wir brauchen Peak. Weg damit, weg damit. Und dann haben wir hier einen Peak auf jeden Fall dabei. Reicht das? Reicht. Ach, das ist der. Ja, den verkaufe ich wieder. Das scheitere ich eh mit den Bildkarten. Der ist auch Quatsch. Und auf jeden Fall eine Planetenkarte. 2 Paare. Level 6. Und das Ganze nochmal.
Zwei Paare auf Level 7. Den verwenden wir. Hat nicht funktioniert, ne? Na, leider nein. Straight, nein, noch ein Reroll, zwei Paare. Level 8. Plus ein Slot, den nehme ich mit. Ich glaube, den habe ich noch nie gekauft. Gehen wir in die nächste Runde. Wir bekommen Bildkarten, 2 Dollar. Plus 1 Volt pro gespielte Hand. Gut. Wir haben hier ein paar. Ah, oh, ne, der kommt weg. Wir brauchen auf jeden Fall die Peak, ne? Das ist aber echt risky. Zwei Paare, perfekt. Mit den Peaks könnte es sogar reichen. Genau, auf den Punkt genau. Das kaufe ich mir und verwende es direkt. Damit, weg damit. Ja. Nee. Wir rollen. Ach Mist, ich wollte rollen. Der ist dann die Zunge verdeckt. Wir könnten das überspringen. Das tun wir auch tatsächlich. Gehen rein. Wir bekommen 20 Dollar Schulden. Und wenn wir zwei Paare spielen, bekommt er plus einen Mold, richtig? Wow, gibt das wenig Punkte. Kann weg, der kann eigentlich auch weg. Wir brauchen dringend Peak. Ja, wir haben Peak Flush. Flush bringt gar nichts. Wir brauchen immer noch die zwei Paare. Hier haben wir nur ein Pärchen. Werfe ich die tatsächlich ab? Zwei Paar. Basischips und Mult werden halbiert. Das ist natürlich eklig. Nee, das wird wieder nichts. Ja, die Bosse sind einfach heftig deftig manchmal. Mit ihren Blinds. Aber ich würde das gerne nochmal versuchen. Und wir haben was freigeschaltet. Da hinten Karten, dem ich gebe meistens für jede festgelegt. Wow. Wow, das ist ja GG mit dem Deck. Das versuchen wir in der nächsten Folge nochmal. Bis dahin.